Deutlicher hätte das Ergebnis nicht sein können. Es ist historisch. Die Weltgemeinschaft verurteilte mit überwältigender Mehrheit die Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland. 143 der 195 Mitglieder stimmten dafür, 35 enthielten sich und nur 5 Staaten stellten sich auf die Seite Russlands. Die Resolution ist damit ein deutliches Zeichen gegen den russischen Aggressionskrieg. Doch sie ist nicht völkerrechtsbindend. Kreml-Chef Putin wird damit weiter die Ukraine attackieren. Der türkische Präsident Erdogan will seinen Amtskollegen aus Moskau heute treffen, um sich als Vermittler zwischen den beiden Kriegsparteien zu profilieren. Eine historische Abstimmung. Die UN-Vollversammlung in New York verurteilt die Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigender Mehrheit. 143 UN-Mitgliedstaaten isolieren Russland international und fordern den Kreml auf, die besetzten Gebiete an die Ukraine zurückzugeben. Nur Syrien, Nicaragua, Nordkorea und Belarus unterstützen Moskau. Die Ukraine blickt zurück auf Tage voller Raketenangriffe. Rettungsaktionen und Aufräumarbeiten in den attackierten Städten sind in vollem Gange. Je grausamer der russische Terror wird, desto wichtiger wird es, den ukrainischen Luftraum zu beschützen. Das ist eine der wichtigsten humanitären Aufgaben für Europa derzeit. In Brüssel tagt weiter die NATO zum Ukraine-Krieg. Deutschland hat bereits am Montag ein IRIS-T-Luftabwehrsystem an die Ukraine übergeben. Auch andere NATO-Staaten wollen weitere Luftabwehrraketen liefern. Die USA 8 Systeme vom Typ NASAMS. Wir stellen die Systeme so schnell wir können bereit. Außerdem werden wir noch mehr Munition liefern für die Waffen, die schon in der Ukraine sind. In Washington treffen sich derweil die Finanzminister der G7-Staaten. Sie wollen der Ukraine weitere Finanzhilfen gewähren. Eine konkrete Summe wurde bislang nicht genannt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.